Dragon's Dogma 2 ist endlich da und wurde schon im Vorfeld als der absolute RPG-Knaller angepriesen, aber gleichzeitig gibt es auch einigen Unmut über das Spiel. Ich habe das ganze Wochenende für euch durchgezockt, nur für euch natürlich, und kann euch verraten, was das Spiel alles zu bieten hat. Ob das als teilweise bereits Game of the Year angepriesene Spiel wirklich so gut ist? Eins muss ich aber vorweg loswerden. Dragon's Dogma 2 ist gigantisch. Und tatsächlich habe ich beim besten Willen und wenig Schlaf es einfach nicht geschafft, das Spiel bis heute durchzukriegen. Ich habe also das Finale der Story noch nicht erlebt, aber dafür ausführlich im Gameplay getestet. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Letzte Woche habe ich basierend auf bis dahin verfügbare Informationen und Previews dieses Video hier machen können. Und ihr habt damals gesagt, dass euch gerade die Framerate des Spiels Sorgen macht. Außerdem ist gerade die Steam-Community sehr negativ gegenüber dem Spiel aufgestellt, auch wenn der Score inzwischen ein bisschen nach oben gegangen ist. Um aber meine eigene Review ein kleines bisschen zu spoilern, Dragon's Dogma 2 ist wirklich, wirklich gut, aber ich mache heute was, was ich normalerweise nicht in meinen Reviews mache. Ich fange mit dem Schlechten an. Wie immer ist unsere Review spoilerfrei. Ihr werdet hauptsächlich Szenen und Gameplay aus dem Early Game sehen. Getestet haben wir auf der Xbox Series X und wir fangen an mit der Technik. Viele eurer Sorgen haben sich hier nämlich bestätigt. Dragon's Dogma 2 hat ein massives Problem mit der Framerate. Besonders auffällig in sehr belebten Gegenden, beim Wechsel zwischen Innen- und Außenräumen und effektreichem Kampf. Grundsätzlich navigiert sich das Spiel so um die 30 FPS auf der Konsole rum und das wird schon einige nerven. Auch ich finde es unangenehm, Spiele nicht auf 60 FPS zu spielen, aber eine stabile Framerate von 30 ist verkraftbar. Bei Dragon's Dogma 2 ist sie alles andere als stabil. Vereinzelte Bugs wie sowas hier stören die Spielerfahrung nicht allzu sehr, aber die Frame Drops sind so regelmäßig, dass hier einfach noch optimiert werden muss. Auf dem PC haben wir Berichte gefunden, dass Leute dank dem Denuvo-Schutz ebenfalls mit der Stabilität kämpfen und selbst mit teurer Hardware mit mangelhafter Framerate zurechtkommen müssen. Das ist aber nicht der Grund, warum die Steam-Community das Spiel mit negativen Reviews überhäuft hat, sondern die Mikrotransaktionen. Zahlreiche Mikrotransaktionen erscheinen zum Launch für das Singleplayer-Spiel, die zwar nicht zwingend erforderlich sind, aber echte Shortcuts für die Spielerfahrung bieten. Dinge, die ihr in eurem Game brauchen werdet, wie eben wichtige Ressourcen. Diese Mikrotransaktionen erscheinen rein zufällig, nachdem alle Reviewer tolle Punkte an das Spiel vergeben haben. Ziemlich fiese Aktion hier von Capcom. Was ihr über solche Aktionen denkt und wie ihr gegenüber solchen Mikrotransaktionen steht, überlasse ich euch. Aber einfach schade, dass ein gutes Spiel erneut von solchen Themen überschattet wird. So, nachdem wir diese beiden großen Negativpunkte abgearbeitet haben, steigen wir mal richtig in das Spiel ein und starten mit der Story. Fulfill your destiny. Go forth, Arisen. Follow thy heart to seek the truth. Wie eingangs erwähnt, bin ich noch nicht am großen Finale des Plots angekommen, würde aber behaupten, dass es für diese Bewertung gar nicht so gravierend. Denn zu Beginn des Spiels schon wird genug Mysterium geschaffen und ihr auch in einen politischen Konflikt oder eher Verschwörung integriert, sodass von Anfang an schon genug Spannung aufgebaut wird, um den Mainplot auch durchziehen zu wollen. Etwas schade, dass direkt nach dieser Einführung der Plot durch eine Aufgabenliste etwas gestreckt wird, aber wie gesagt, der Beginn macht genug Lust, um sich auch durch das etwas langsame Pacing nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Was Dragon's Dogma 2 grundsätzlich erreichen will, und da sprechen wir im Gameplay noch mehr darüber, ist, dass ihr euch mit der Welt auseinandersetzt. Das Spiel gibt sich Mühe, viele der Orte denkwürdig zu gestalten und eigentlich gibt es für jede Niederlassung ein bis zwei NPCs, die ihr stellvertretend für diesen Ort ansehen könnt. Das bedeutet aber auch, dass die NPCs reden. Und zwar viel. Und es ist auch wichtig, ihnen zuzuhören, weil für viele Quests geben sie euch entscheidende Informationen im Gespräch oder ihr könnt sie befreunden und so neue Gameplay-Optionen freischalten. Natürlich gelangt ihr auch so an zahlreiche Sidequests, die, wie ich sagen muss, auch der schwächste Teil der Spielerfahrung sind, da sie zumindest so weit wie ich gespielt habe, sehr simpel gestrickt sind und bestehen fast immer nur daraus, wohin zu laufen und jemanden gegen irgendwelche Feinde oder Monster zu unterstützen. Was ich aber sehr cool finde, ist das integrierte Konzept von Zeit in vielen Quests. Manche Quests laufen ab, wenn ihr zu lange andere Dinge macht. Das heißt beispielsweise, ein Mensch in Gefahr, der auf euch wartet, kann wirklich sterben, wenn ihr vorher tagelang andere Quests macht. Das wahre Highlight bleibt aber die Spielwelt.
Die ist prall gefüllt mit zufälligen Events und großartigen Begegnungen und tatsächlich ein maßgeblicher Faktor für eure Spielerfahrung. Ihr reist mit eurer Truppe durch die Gegend, um eine kleine Sidequest zu erledigen. Plötzlich erscheint ein Griffin und ihr klettert auf diesen, dann fliegt der aber weg und schon seid ihr in einer ganz anderen Gegend und erlebt neue Dinge und habt somit eine kleine eigene Story gesponnen. Gerade diese selbst generierten Mini-Stories fand ich immer wieder schön und die Spielwelt erleben ist etwas, was zu 100% durch das Gameplay unterstützt wird. Wenn ich sage, das Gameplay unterstützt die Auseinandersetzung mit der Spielwelt, dann meine ich das auch so. Ihr seid fast ausschließlich zu Fuß unterwegs. Fast Travel gibt es nicht wirklich, außer zwischen entdeckten Städten mit diesem Karren hier, wobei ich das nicht unbedingt Fast nennen würde. Und selbst dann kann euer Karren unterwegs von Monstern oder Goblins überfallen werden und ihr müsst kämpfen. Es gibt dann noch beispielsweise die Ressource Fairy Stones, mit denen ihr euch zu entdeckten Port Stones teleportieren könnt, aber die müsst ihr auch erst finden oder für teures Geld kaufen. Aber in der Regel seid ihr selbst dafür verantwortlich, wo ihr wann landet oder wie ihr beispielsweise wieder aus dem Gefängnis kommt. Zum Beispiel, indem ihr einfach den Schlüssel für 2,99 kauft. Die erwähnten Mikrotransaktionen widersprechen teilweise dem Design des Games, weswegen ich mir absolut sicher bin, dass dieses Zahlen für Abkürzungen nicht von den Devs kommt, sondern vom Publisher. Naja, ich habe mich ja schon vorher drüber aufgeregt. In kurz, ihr seid meistens zu Fuß unterwegs und Questmarker gibt es auch nicht immer. Das finde ich tatsächlich ganz cool, weil das bedeutet, ich muss mehr auf die Spielwelt achten. Wenn ich eine Quest beginne und mir der NPC sagt, irgendwo nördlich ist deine Aufgabe XY, dann laufe ich die nördliche Straße lang und halte die Augen offen, statt einfach auf irgendwelche Marker zu gucken. Keine Sorge, wenn der Ort bekannt ist, wird ein Questmarker auf der Karte gesetzt, aber ich finde, durch den zumindest teilweise Verzicht auf Questmarker hört man in den Dialogen mehr zu und erreicht dadurch eine immersivere Erfahrung. Und durch das Laufen durch die Spielwelt statt ständigem Fast Travel lauft ihr von einem Event zum nächsten und findet mal überraschend ein Monster und müsst auch früher oder später eben kämpfen. Das Kampfsystem wirkte zu Beginn für mich etwas sperrig, aber das legt sich sehr schnell, sobald ihr anfängt, euch genauer damit auseinanderzusetzen und natürlich auch neue Skills freischaltet. 4 Klassen gibt es zu Beginn und ich habe mich zuerst, weil ich langweilig bin, für den klassischen Schwert- und Schildkämpfer entschieden und war direkt neidisch, als ich gesehen habe, wie cool die Magierklasse ist. Naja, man kann relativ früh im Spiel seine Klasse wechseln und ihr müsst nicht ganz auf andere Klassen verzichten, denn ein wichtiger Bestandteil des Spiels sind die sogenannten Pawns, zu Deutsch Vasallen, die euch auf eurer Reise begleiten. 3 davon könnt ihr mitnehmen und natürlich kommen die mit eigenem Level, Klasse und Fähigkeiten. Und das Coole, ihr könnt auch Pawns von anderen Spielern nutzen. Wenn ihr also mal an einem Riftstone den Pawn Löwe sieht, der Magier ist, dann ist das meiner. Die Pawns sind ziemlich hilfreich und ohne die hätte ich gegen die teilweise gigantischen Monster keine Chance gehabt. Die Möglichkeiten hier sind auch sehr cool. Ich habe zum Beispiel als Ergänzung zu meinem Spielstil mich entschieden, 2 Magier mitzunehmen. Einer als Support und einer mit eher offensiverer Magie. Das ist ziemlich cool, wenn Blitze einknallen, jemand dein Schwert in Flammen setzt für mehr Schaden und mein dritter Pawn aus der Ferne mit Pfeilen hagelt. Zeitweise war ich auch einfach mit 3 Kriegern unterwegs und wir sind einfach in jeden Konflikt reingestürzt und haben um uns gehämmert. Ja, die Pawns sind schon sehr cool, aber oh mein Gott, reden die viel. You would have me lead. Consider it done. Let our bows power, or lightning's crackle. Some of our foes are proficient at ranged attacks. Would you mind coming over here? Prepare yourself. I didn't think that it would be. Come, follow my example. Splendid. Auch sehr cool, wenn ihr einen Pawn habt, der für die aktuell ausgewählte Quest den Weg kennt, dann führt dieser euch zum Ziel. Insgesamt braucht das Kampfsystem von Dragon's Dogma 2 etwas, um warm zu werden, aber nach ein bisschen Umgewöhnung entfaltet sich ein wirklich durchdachtes Konzept. Und es ist einfach cool, auf ein Monster draufzuspringen und es zu erklimmen und so Schaden anzurichten. Obendrauf kommen klassische RPG-Elemente wie Inventar, Crafting, Leveling und das Freischalten von neuen Fähigkeiten. Im Gegensatz zu den meisten Mainstream-RPGs zwingt euch Dragon's Dogma aber auch diese Elemente zu nutzen. Das finde ich ziemlich stark, denn oft gehen diese Elemente unter. Nehmen wir ein anderes großartiges RPG, The Witcher 3. Das Spiel könnt ihr durchspielen, ohne ein einziges Mal zu craften oder Alchemie zu benutzen, zumindest auf den einfacheren Schwierigkeitsgraden. In Dragon's Dogma 2 gibt es keine eigene Heilung. Heiltränke müsst ihr so gut wie immer craften. Gewicht hat einen maßgeblichen Einfluss auf euch, sowohl die von eurem Charakter als auch eurem Inventar.
Und nach vielen Erlebnissen in der Spielwelt habt ihr keine andere Wahl, als in einer der Niederlassungen zu rasten, um wieder zu Kräften zu kommen. Und es gibt Dutzende solcher kleinen Details. Ihr verbraucht mehr Ausdauer, wenn ihr bergauf lauft oder kämpft. Items im Inventar können vergammeln, wenn ihr sie zu lange habt. Manchmal sammeln eure Vasallen was am Straßenrand auf. Nachts ist die Welt nicht nur gefährlicher, sondern ihr seht wirklich nichts und müsst Fackeln benutzen, die dann wieder Öl brauchen. Also denkt an die Ressource. Und noch viele weitere solcher Details. Ach ja, der Character Creator ist übrigens wirklich so mächtig, wie alle sagen. Ich bin zwar nicht so gut drin oder habe einfach nicht die Geduld dafür, aber die verschiedenen Builds sind schon sehr spannend zu sehen. Ich habe versucht, mich selbst nachzubauen, bin aber kläglich am Gesicht gescheitert. Falls man es nicht raushört, ich bin ein großer Fan vom Gameplay, kann mir aber absolut vorstellen, dass es für manche einfach nicht so zündet. Ja, du musst dich mit der Spielwelt auseinandersetzen. Ja, du wirst viel rumlaufen und ja, manchmal wirst du nicht direkt dein Ziel finden und das frustet vielleicht. Aber bei mir hat es nach anfänglicher Umgewöhnung einfach Klick gemacht und ich habe unglaublich viel Spaß damit. Stellt euch aber auf viel Menünavigation und Karte angucken ein. Puh, lange über das Gameplay geredet und es gibt noch viele weitere kleine Details, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe, aber wir gehen jetzt mal weiter zur Grafik. Über die miese Framerate haben wir zwar schon gesprochen, aber wenn man solche Bilder sieht, fragt man sich manchmal, ob die visuelle Qualität das nicht wieder wegmacht. Die Welt von Dragon's Dogma 2 ist wunderschön. Gräser wehen im Wind, die Szenerie glänzt immer wieder durch beeindruckende Ausblicke und am Creature Design kann man wirklich nichts aussetzen. Ein persönliches Highlight ist definitiv der Griffin, der gigantisch ist und mich mehrmals fertig gemacht hat. Auch der Artstyle gefällt mir sehr, der einen gelungenen Kontrast zwischen der realistisch angehauchten Mittelalterwelt und dem Fantasy-Setting schafft. Was ich aber öfter schwierig fand, ist das Effektgewitter. Die Effekte sehen zwar ziemlich toll aus, sind aber teilweise so stark, dass man unweigerlich den Überblick über eine Kampfsituation verlieren kann. Viel mehr habe ich da wirklich nicht zu sagen, denn es gibt kaum was auszusetzen und deswegen lasst uns noch über den Sound sprechen. Stellt euch vor, ihr lauft ganz friedlich einen Pfad entlang und dann hört ihr irgendwas beben. Irgendwas Schweres bewegt sich und wenn ihr dann den Schatten der Bäume verlässt, dann steht euch da ein riesiges Ungetüm gegenüber. Genau dieses Ambiente schafft Dragon's Dogma 2. Tatsächlich finde ich gerade die Kämpfe und Effekte am stärksten im Punkto Sound. Wer ein ordentliches Surround-System oder äquivalente Kopfhörer nutzt, der spürt quasi durch den Sound die Schwere dieser Kämpfe. Ähnliches gilt für die Effekte. Blitze knallen ein, dein Schwert brennt und entsprechende Hiebe werden auch verteilt. In dieser Hinsicht finde ich den Sound von Dragon's Dogma 2 genial. Bei den Vasallen habe ich schon erwähnt, dass sie unglaublich viel sprechen. Also ich meine wirklich non-stop. Das ging mir dann ab Stunde 10 so gewaltig auf die Nerven. Auch wenn das Voice Acting nicht schlecht ist, ein bisschen mehr kämpfen, weniger reden. Bei der Musik selbst fand ich es insgesamt solide, wenn auch vielleicht etwas generisch. Ja, wir haben das typische Fantasy-Abenteuer-Theme, das Aufbruchsstimmung vermittelt. Aber einen wirklichen Unterschied zwischen dem Soundtrack und der Playlist Medieval Tavern Music auf YouTube findet man nicht unbedingt. Lasst uns also nach all diesen langen Reden endlich ein Fazit ziehen. Ist Dragon's Dogma 2 also das RPG-Wunder, wie es vor Release angepriesen wurde und auf dem Level wie beispielsweise ein Baldur's Gate 3? Diese Frage würde ich selbst mit einem konkreten Nein beantworten. Aber es ist ein starkes RPG, das Dinge neu macht und euch dafür wirklich in die Welt eintauchen lässt. Es ist kein Spiel für zwischendurch, es verlangt deine Aufmerksamkeit und auch deine Geduld. Das wird einigen gefallen und anderen wiederum gar nicht. In den meisten Kategorien kann man auch kaum was aussetzen. Sound, Grafik und Story sind alle auf hohem Niveau, aber das Gameplay ist das, was das Spiel einzigartig macht. Schade, dass die technische Seite noch nicht allzu abgerundet ist und scheinbar auf allen Plattformen zu Unzufriedenheit führt. Und ebenfalls schade, dass durch die Mikrotransaktionen aktiv gegen das exzellente Game Design des Spiels gearbeitet wird. In Summe ist Dragon's Dogma zwar ein Game, das ich jedem RPG-Fan ans Herz legen würde, denn ich hatte viel Spaß mit dem Spiel und werde es auch weiterhin haben. Falls ihr also gerade etwas mehr Zeit habt, ein Spiel für die Osterfeiertage braucht und einfach eine tolle Spielwelt erleben wollt, dann greift zu. Wie steht ihr zum Thema der Mikrotransaktionen? Habt ihr das Spiel vielleicht schon selbst gespielt? Und wie hat euch diese Review gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da. Dann sehen wir uns auch wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.